Hallo meine lieben YouTubis und herzlich willkommen. Heute mal ein Thema außerhalb des Pferdebereichs. Und zwar geht es darum, wir haben hier jetzt einen Bombensommer mit ganz viel Sonne und ganz viel Wärme. Und wir gehen raus und was machen wir? Wir cremen uns vorher schön mit Sonnencreme ein. Und das wollte ich einfach mal zu bedenken geben. Sonnencreme jetzt im Speziellen und Cremes im Allgemeinen sind nämlich gar nicht so gut für eure Haut. Denn eure Haut ist ja eins der größten Organe, die wir so haben, neben dem Darm. Ich glaube sogar das größte Organ, und es ist auch ein wichtiges Stoffwechselorgan. Und es ist die Trennschicht zwischen eurem inneren Körper und der äußeren Umwelt. Und ihr tretet da natürlich auch hauptsächlich in Kontakt mit der Umwelt und tauscht euch auch mit der Umwelt aus. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass das auch nicht gestört wird. Und wenn ihr euch eincremt und so, dann blockiert ihr diesen Austausch mit der Umwelt von der Haut. Das geht ja so weit, die Haut nimmt ja auch, ich sag mal, wenn ihr am Meer seid, nimmt die Mineralstoffe aus der Luft auf, ihr nimmt ja auch über die Haut Wasser auf und ja, ihr filtert über die Haut auch Gifte, und die Haut, das ist ja auch irgendwie, sie ist ja auch so ein bisschen lernfähig, was ist gut und was ist schlecht, was kann ich durchlassen, was nicht. Und wenn ihr euch eincremt, dann blockiert ihr das, und ja, viele Hautkrankheiten resultieren eigentlich eher davon, dass ihr euch Cremes auftut, die viele Chemikalien haben. Und im Grunde genommen gar nicht so gut für euch sind. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal so zu bedenken geben. Meine Erfahrung ist einfach, seitdem ich mich vegan ernähre und keine Sonnencreme mehr benutze, habe ich damit überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe früher also ganz, ganz viel so hier im Nackenbereich und vorne Mallorca-Akne gehabt und mir die Ohren verbrannt und so. Und das habe ich jetzt alles gar nicht mehr. Und ich kann also, um Vitamin D zu tanken, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr euch eincremt, blockiert ihr die Vitamin D-Aufnahme über die Haut. Und ich gehe also regelmäßig so mittags zu der wichtigsten Vitamin D-Aufnahmezeit raus, wenn ich Zeit habe und kann, und dann lege ich mich eine halbe Stunde hin, eine Viertelstunde die Vorderseite, eine Viertelstunde die Rückseite und tanke da Vitamin D bei der knallsten Sonne, und da passiert gar nichts. Und wenn ich doch mal irgendwie so ein Spannungsgefühl auf der Haut habe, dann nehme ich einfach ein bisschen, einen ganz kleinen Hauch von Olivenöl, denn Öl gehört ja nicht in die Küche, sondern wenn, dann gehört es als Pflegemittel ins Bad, aber wenn überhaupt, ne? Also Öl ist generell nicht das Tollste. Ja, das wollte ich einfach nur mal so mitteilen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Gebt mir einen Daumen nach unten, wenn es nicht der Fall war. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video für alle Leute, die das vielleicht auch interessiert. Drückt das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ansonsten sage ich, go vegan, namaste und bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.